sicherste wäre, einen neuen Weg über Land zu suchen. Und was machen wir dann? Rennen da rum und sind ein Haufen leichter Beute. Und du und dein Halbblutsohn, ihr lasst uns dann im Stich? Ich rede mit dir. Das Nächste wäre, ihm ein schnelles Ende zu bereiten. Wir müssen uns so lange wie nötig um ihn kümmern. Ich verstehe. Verschwinde! Hilfe! Was ist passiert? Wir haben getan, was wir tun mussten. Er wurde vernünftig begraben. Alles, was ich hatte, war mein Junge. Und er hat ihn mir genommen, verstehst du? Er hat Angst. Er weiß, wie weit ich gekommen bin, um ihn zu finden. Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich bin schon tot. Lenny. Hallo. Wow. Oh, Wahnsinn. Es ist wunderschön. Willkommen in Istanbul. Dieser Mann ist unser Feind. Er hat unsere Männer abgeschlachtet. Unsere Brüder. Unsere Söhne. Unsere Rache wird fürchterlich werden. Lassen. Wie geht's dir so? Hör mir bitte zu, Kim. Deine Mutter und ich werden entführt. Verschwinde! Nein! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kennst du das Gefühl, dass dein Leben sich so entwickelt hat, wie du es nie wolltest? Ich mache mir Sorgen um dich. Kannst du schlafen? Unser letztes Gespräch hat mich erschreckt. Du kennst mich. Ich schlafe nie. Mein Ex-Mann hat immer gesagt, ich sei nachtaktiv, ein Nocturnal Animal. Ich wusste nicht, dass du einen Ex-Mann hast. Ich habe in letzter Zeit oft an ihn gedacht. Und kürzlich hat er mir ein Buch geschickt, das er geschrieben hat. Es ist brutal und traurig. Und er hat es mir gewidmet. Hast du ihn geliebt? Ich habe ihm etwas Grauenhaftes angetan. Was sollen wir tun? Die Frage ist, wie ernst es Ihnen damit ist, Gerechtigkeit zu üben. Tu das nicht. Du wirst es bereuen. Ich wollte wirklich der Mensch sein, für den du mich immer gehalten hast. Sie sind verrückt. Sie machen einen großen Fehler. Er wird es nie erfahren. Wenn man jemanden liebt, muss man behutsam damit sein. Vielleicht findet man sowas nie wieder. Es macht Spaß, Leute umzubringen. Sollten Sie auch mal ausprobieren. Niemand kann wiedergutmachen, was sie getan hat. Niemand.
die anderen sind schon drin. Bis dann, Dad. Eine Explosion erschütterte heute die Stadt. 20.000 Pfund für die Namen der Attentäter. So läuft das leider nicht. Hallo? Mr. Hennessy, er ist schon wieder hier. Den fünften Tag in Folge. Was will er? Seine Tochter starb beim Attentat. Mr. Hennessy, bitte finden Sie die Namen der Attentäter heraus. Ich arbeite für die Regierung, nicht für Terroristen. Sie waren Teil der IAA. Ich weiß nicht, wer die Attentäter sind. Ich glaube Ihnen nicht. Er ist es. Sie beschaffen mir die Namen der Attentäter. Er hat gedient. Vielleicht Special Forces. Stopp! Am Tag ist eine Bombe! Du sollst wissen, dass er an dich rankommt. Was ist hier los? Er glaubt, ich wüsste, wer seine Tochter ermordet hat. Ist das so? Somebody say a prayer for me. Die halbe Stadt sucht ihn. Dieser alte Mann steckt uns alle in die Tasche. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Machen Sie auf. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Somebody say a prayer for me. Doch, das weiß ich. Und Sie? Ich bin wach. Das gefällt dir, ha? Deine Karre? Danke. Wie viel? Wie bitte? Was willst du für das Auto? Ist nicht zu verkaufen. Noch einen schönen Tag, Sir. Daisy? Ich habe alles verloren. Der Hund war das letzte Geschenk meiner verstorbenen Frau. Jonathan, du bist da rausgekommen. Wenn du jetzt auch nur einen Fuß wieder in diesen Sumpf setzt, könntest du etwas aufwecken, das dich packt und wieder hineinzieht. Ich habe meine Gründe. Woher hast du dieses Auto? Ist doch egal. Es geht nicht darum, was du getan hast, sondern wem du es angetan hast. Diesem Niemand? Dieser Niemand. Ist John Wick. Arbeitest du wieder? Nein, ich muss nur ein paar Sachen regeln. Nimm deine Männer. Wie viele? So viele, wie du hast. Hey, John. Ich dachte, ich komme einfach rein. Alle fragen mich ständig, ob ich zurück bin. Ja, ich hab das Gefühl, ich bin es. Ich hab keine Angst vor John Wick. Aha. Wie gut ist Ihre Reinigung? Wir können keine Wunder vollbringen. Dachte ich mir. Der alte Mann unters Meer. Hat er schon einen Fisch gefangen? Hm? Ihr Buch. Oh ja, ja, hat er. Ein Happy End, ja? Nicht ganz. Der alte Mann trifft seinen größten Widersacher. Gerade als er dachte, dieser Teil seines Lebens wäre vorbei. Warum lässt er den Fisch nicht einfach frei? Der alte Mann ist der alte Mann. Und der Fisch ist der Fisch. In dieser Welt muss man sein, der man ist. Egal, was passiert. Na, Opa, wette, bei deinem alten Job musstest du nichts so ein Ding rumschieben, oder? Hast mich erwischt. Kannst du mir das erstatten? Mach sofort die Kasse auf.
Na los, gib mir den Ring. Nein, der gehörte meiner Mutter. Bitte. Schon gut, Jenny. Worum geht's in dem Buch? Es geht um einen Mann, einen Ritter ohne Furcht und Tadel. Nur lebt er in einer Welt, in der es keine Ritter mehr gibt. Mein Ring. Du kannst sein, was du möchtest. Ändere deine Welt. Ich habe versprochen, nie mehr der Mensch zu sein, der ich mal war. Aber wenn jemandem, den du kaum kanntest, etwas Unaussprechliches angetan wird, dann tust du etwas dagegen, weil du es kannst. Bin wegen einem Mädchen hier. 16 Sekunden. Sie haben nicht 5 Zuhälter getötet, sondern das East Coast-Zentrum der russischen Mafia. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten. Ich will wissen, wer er wirklich ist. Er hört nicht auf, bis sie tot sind und alle, die ihnen wichtig sind. Das geht bis ganz nach oben. Hast du genug? Oder soll ich weitermachen? Stein für Stein, Leiche für Leiche. Das sehen Sie, wenn Sie mich ansehen. Was sehen Sie, wenn Sie mich ansehen? It's too late to start. Over. Guys, over here. Guys, over here. This is the only thing I know. Mr. Cockburn, während Ihrer 4 Jahre als US-Marshal, auf wie viele Menschen haben Sie geschossen? Angeschossen oder getötet? Wir wollen es auf getötet beschränken, damit die Zahl überschaubar bleibt. Mr. Cockburn? Was willst du, Kleine? Ich suche den, der meinen Vater getötet hat. Sein Name ist Tom Chaney. Und ich suche jemanden, der ihn findet. Wie heißt du, Mädchen? Mein Name ist Maddie Ross. Sind Sie so eine Art Hüter des Gesetzes? Ich bin Texas Ranger. Ich kenne Chaney. Man braucht mindestens 2 Männer, um ihn leben zu kriegen. Marshal Cockburn? Können wir heute noch aufbrechen? Wir? Ich komme mit. Gratuliere, Sie sind vom Plünderer zum Kindermädchen aufgestiegen. Jemand folgt uns. Was sollen wir jetzt tun? Der ging vorbei, Cockburn. Da war es nicht wert. Ich dachte schon, Sie sagen, Ihre Augen wären von der Sonne geblendet worden. Oder sollte ich sagen, Ihr Auge? Hast du sehr viel Erfahrung mit Kopfgeldjägern? Das ist eine blöde Frage. Ich bin 14. You can run on for a long time. Zeit, dass du nach Hause gehst. Ich kann sie nicht leiden. Ich gehe nicht zurück, nicht ohne Chaney, tot oder lebendig. Chaney ist hier! Helfen Sie mir, Marshal! Was jetzt, Cockburn? Diese Jungs werden noch an den Zorn denken, der über sie kommen wird. Chaney und seine Jungs, das ist ein übler Haufen. Ich bereue es nicht, dass ich deinen Vater erschossen habe. Ich töte das Mädchen! Der größte Fehler, den du je gemacht hättest. Helfen Sie mir! Ich kann nichts mehr für dich tun, mein Freund. Kommst du nach Hause oder bleibst du in Barcelona? Sonja, ich muss allmählich zum Flughafen fahren. Schreib mir, wenn du im Flieger sitzt. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Was ist das Erste, an das Sie sich erinnern? Das Klopfen an der Tür. Als ich aufwachte, ging der Albtraum los. Hier im Polizeibericht steht, dass Zeugen Schreie gehört haben, aber niemanden aus dem Zimmer kommen sahen. Und dass die Tür von innen durch die Sicherheitskette verriegelt war. Sie überprüften alle Wege, auf denen man das Zimmer ungesehen verlassen konnte. Und sie fanden keinerlei Spuren. Also nach Ihrer Version hat sich der Mörder Ihrer Geliebten in Luft aufgelöst.
Sie ist die Beste darin, Zeugen vorzubereiten. Vor 2 Wochen ist sie in Rente gegangen, aber sie nimmt noch diesen einen letzten Fall an. Und ich kann dir versichern, sie will nicht verlieren. Wieso waren Sie und die Verschiedene in dem Hotel? Man hat uns gesagt, wir sollen dorthin gehen. Dieses abgelegene Hotel wurde nicht zufällig ausgewählt. Tomasz Garrido hat sie in die Falle laufen lassen. Sie vermuten Dinge, die sie nicht wissen kann. 10 Minuten Pause, dann fangen wir nochmal von vorn an. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ein Wolf mit Macht wirkt größer, als er ist. Das willst du doch nicht alles verlieren. Aber ich habe keine Angst vor Wölfen. Dann lügen Sie mich nicht mehr an. Das ist doch eine Falle. Diese Frau verbirgt etwas, genauso wie Sie. Worauf bringt sie dieses Rätsel? Worauf bringt es denn sie? Sie sind gespannt, geladen und bereit zu rocken. Mal sehen. Man bezeichnet ihn schon als Schutzengel. Er hat mir das Leben gerettet. Sie sehen viel besser aus. Kommen Sie raus unter Leute? Nicht so oft. Egal, was Sie tun, machen Sie weiter so. Okay, das mache ich. Sie sind da. Happy Thanksgiving. Hi. Hallo. Schön, dich zu sehen. Kann ich mit Joy zu uns rübergehen? Aber setz dir eine Mütze auf. Wo sind eure Schwestern? Ich kann sie nicht finden. Anna? Joy? Ich kann sie nicht finden! Da stand ein Wohnmobil und da haben sie drauf gespielt. Ich glaube, da war jemand drin. Detective Loki. Haben Sie Kinder, Detective? Ich werde ihre Töchter finden. Wo hast du die Mädchen versteckt? Wo sind sie? Irgendwelche Spuren? Nichts. Das Ding ist sauber. Der Junge war noch nie in Schwierigkeiten. Noch nie. Sie lassen ihn frei. Was? Er hat den IQ eines 10-Jährigen. Er kann unmöglich 2 Mädchen entführt haben und sie verschwinden lassen. Vielleicht hat er es nicht allein getan. Das werde ich herausfinden. Meine Tochter steckt irgendwo und fragt sich, warum ich nicht da bin. Ich, ihr Vater! Verstehen Sie das? Ich bin nicht da! Zum Teufel hast du getan? Jemand muss ihn zum Reden bringen, sonst werden sie sterben. 5 Tage und wir haben nichts, sonst läuft die Zeit weg. Wir wissen doch gar nicht, ob es wirklich war. Warum redest du nicht endlich? Das ist nicht richtig. Warum? Der Kerl lügt. Die Kinder sind noch da draußen. Weißt du, was ein Kopfgeldjäger ist? Du tötest Leute und kriegst dafür eine Belohnung? Je böser die Leute, desto besser die Belohnung. Ich suche die Brittle-Brüder. Ich weiß nur nicht, wie die aussehen, aber du schon. Sie haben meine Frau gefangen und verkauft. Aber ich weiß nicht, an wen. Calvin Candy. Das ist der widerliche Gentleman, dem sie jetzt gehört. Broomhilda ist mein Eigentum. Und mit meinem Eigentum kann ich tun und lassen, was immer mir gefällt. Hilf mir, die Brittle-Brüder zu finden und ich helfe dir, deine Frau zu retten. Es kann losgehen. Ich bin Dr. King Schulz. Das ist mein Gehilfe Django. Kommen Sie zu uns. Wir haben gerade einen Kampf. Das ist ein hübscher Zeitvertreib. Wo haben Sie den aufgetrieben? Eine glückliche Fügung hat Django und mich zusammengeführt. Beweg dich. Ich habe schon von dir gehört. Du machst mich neugierig. Ich bin neugierig, was sie neugierig macht. Irgendwas stimmt mit den beiden nicht. Die Jungs sind so viele Meilen geritten und haben richtig Ärger bekommen, nur für dieses Mädchen. Hey, süßer Troublemaker. Du teuflischer kleiner Charmeur, du. Die verarschen sie nach Strich und Faden. Ich war mein Leben lang umgeben von schwarzen Gesichtern. Ich habe mich immer gefragt, wieso machen die keinen Aufstand und töten die Weißen? Wer weiß, was noch passiert? Hier kommt ihr nicht lebend raus. Hat einer noch extra Kapuzen dabei? Nein.
Keiner hat extra Kapuzen dabei. Man wird doch mal fragen dürfen. Krieg ist eine schmutzige Sache. Da halte ich mich dran. Jetzt wird es schmutzig. Wie heißt denn du? Django. D-J-A-N-G-O. Das D ist stumm. Django! Nur in Begleitung von Erwachsenen.